Wir müssen die richtige Politik machen und die bekommen Sie mit der Alternative für Deutschland. Wir wollen wieder für Recht und Ordnung in der Migrationspolitik sorgen. Diese Woche im Bundestag war es wieder kaum zu ertragen, wie die Kartellparteien mit Schmutz um sich geworfen haben. Deportation, Staatsstreich, Faschisten. Es ist einfach nur noch irre. Sie lassen mittlerweile alle Hemmungen fallen, um sich der Konkurrenz zu entledigen. Es wird ihnen aber nicht helfen. Die AfD steht da, sie steht stabil da. Bei mir in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin stärkste Kraft bei über 30%. Und dabei wäre es so einfach. Sie müssten doch nur gute Politik machen. Scholz hat immerhin jetzt ja zugegeben, dass wir Recht haben. Er hat Abschiebungen in großem Stil gefordert. Ja, und diese Woche ist prompt ein neues Rückführungsgesetz beschlossen worden. Ist das jetzt auch ein Deportationsgesetz? Es wird nichts verbessern, denn es sind so viele neue Ausnahmen geschaffen, dass eher weniger abgeschoben werden wird als mehr. Wir müssen die richtige Politik machen und die bekommen Sie mit der Alternative für Deutschland. Wir wollen wieder für Recht und Ordnung in der Migrationspolitik sorgen. Wir wollen die illegale Migration beenden und wir wollen nicht aufenthaltsberechtigte Asylbewerber wieder zurückführen. Recht und Ordnung, darum geht es und darum, dass unser Land nicht überfordert wird. Und da muss sich kein Deutscher mit Migrationshintergrund Sorgen machen, dass wir den deutschen Pass wegnehmen. Das gilt nur für hochkriminelle Intensivtäter, für Terroristen und für diejenigen, die sich den deutschen Pass erschlichen haben. Keiner sonst muss sich Sorgen machen. Wir sind Rechtsstaatspartei und wir werden für eine bessere Politik in unserem Land sorgen. Sie ist nämlich nicht extrem, sie ist extrem richtig. Und das sehen auch über 80% der Deutschen, dass wir mit dieser illegalen Migration Schluss machen müssen.